Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Schwarze Filmdose. So, erstmal ziehe ich meinen Kompagnon ein bisschen näher an mich ran und dann sagen wir euch, worum es heute geht. Und zwar haben wir uns ja überlegt, wir sind ja beide derselben Meinung, ein guter Film steht und fällt mit dem Bösewicht. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, wir schreiben so ein paar Bösewichte auf, die wir gut finden, machen daraus ein Ranking. Und das haben wir gemacht. Wir haben beide 20 Bösewichter, unabhängig voneinander sogar. Ne? Also ich weiß nicht, seine 20 Bösewichter, er weiß nicht, meine 20 Bösewichter. Wir haben da ein ganz großes Geheimnis draus gemacht im Vorfeld. Und wir haben 20 gute jeweils, wir beide, die wir dann vortragen. Also ich in einem Ranking, du konntest dich ja mal wieder nicht entscheiden. Oder nee, das ist ja wieder so. Ihr kennt ihn ja, er will mich dann immer gleich zwingen, mich zu entscheiden, was jetzt gut und was schlecht ist. Ganz ehrlich gesagt, müsste ich mich jetzt entscheiden, wer die besten Bösewichter meiner Meinung nach sind, die Top 10, gut, wir haben jetzt 20, sagen wir Top 20, wäre ich Tage dabei, wenn nicht sogar Wochen. Weil ich mich an alle Filme erinnern müsste, die ich jemals gesehen habe. Ich habe es wirklich so gemacht, wir haben das vor 2 Stunden beschlossen. Ich habe mich hingesetzt, er musste seine schwule kleine Filmliste gucken. Ich habe das alles aus dem Kopf gemacht und deswegen, es ist jetzt nicht wirklich eine hundertprozentige Liste. Nichtsdestotrotz, ja natürlich, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist ganz klar. Aber immerhin, ne, einen guten Überblick haben wir, glaube ich. Und wir haben auch noch ein paar schlechte aufgeschrieben, jeweils 6. Ne? Ja, wir wollten, 6? Nee, ich habe 8. Wir wollten auch eigentlich mehr haben, aber ganz ehrlich, wir sind uns ja, dann, das machen wir vielleicht nochmal in einer Spezialfolge. Also, ja, genau. Fangen wir dann mal an mit unseren jeweiligen Platz 20, der bösesten Bösewichter aller bösen Zeiten. Ich mache das spontan, er hat moderiert, ich werde jetzt sehen, was okay, dann fange ich jetzt mal an mit meinem 20. Und zwar, 20. Bösewicht ist Dottie, der Meteor. Von Armageddon. Hä? Ja! Solche Bösewichte sind auch mal. Jetzt mal Bescheid. Es geht in diesem ganzen Film nur um den Meteor. Es gibt vielleicht auch so ein paar Charaktere, die so ein bisschen komisch drauf sind und so, nicht? Aber trotzdem, der Meteor ist der Bösewicht in dem Film und ich mag den Film und ich wollte irgendwie den Film mit reinbringen. Also er ist ja auf Platz 20, ist ja auch. Der hat das doch nicht mit Absicht gemacht, der Kumbi. Doch, hat er, mit voller Absicht. Dottie. Was haben wir denn hier? Ich habe auf Platz 20, nehmen wir doch einfach mal, der passt auf Platz 20. Randall Flagg. Von The Stand. Oh, gespielt von... Darüber habe ich mir auch gedacht. Jamie immer. Sheridan. Also ganz viele, ist scheiße. Ich habe mal im Internet geguckt, ganz viele sagen sogar, oh Gott, was für eine Scheiße. Aber wenn so ein Film ist, wo so ein Sunny Boy immer doof grinsen mit Jeans an, hey, was geht, willst du mal mitmachen? Ich fand das irgendwie beeindruckend. Ich fand das cool. Und das hat auch so ein bisschen so mit meiner Zeit zu tun, als ich noch so 17, 18 war. Das war cool, das war geil. Deswegen habe ich vor 73 Jahren. Genau. So, okay, dann suche ich jetzt mal meinen Platz 19 hier. Und zwar ist das in diesem Fall John Harrod. Sagt ihr das was? John Harrod? John Harrod. Das kommt mir bekannt vor, ja. Okay, wir lassen wahrscheinlich immer so ein bisschen Zeit erstmal, dass die Leute auch so selber raten können und so. Ne? Das zieht das Video auch so ein bisschen in die Länge, weißt du? John Harrod, gespielt von Gene Hackman, ist der Bösewicht von Schneller als der Tod. Oh, ja. Ja, oh, und den fand ich ziemlich cool. Stimmt, der ist auch cool. Ja. Gut, der Film war natürlich irgendwie so ein ganz schön bescheuertes Filmchen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich gucke mir immer gerne wieder an, aber aus damaliger Sicht war das so, oh Gott, die machen ja nur Duelle, was soll ich? Ich finde das einer der einzigen Western, die man sich überhaupt noch angucken kann. Ja, er ist ein bisschen, naja gut, er hat nicht gerade Tiefgang. Aber der Bösewicht hat mir damals Angst gemacht und deswegen mein Platz 19. Damals, der Film ist 10 Jahre alt. Ja, mach ihn. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ach, da muss ich ja noch abhaken. Ob der ist älter. Weil wenn ich so ein Ding mache, dann sieht das so aus, das ist... Naja, mach mal. Warte mal, den haben wir durch. Ich zünd mir ein Zigarettchen an. Ja, mach das, mach das. Dann hab ich... Ja gut, das ist ein guter Platz 19. Mein Platz 19 ist dann die Zahnfee. Aus dem Film Der Fluch von Darkness Falls. Ein genialer Film, guckt ihn euch an. Ich hab mich... Also, Zahnfee. Wahre Begebenheit. Ich dachte, Dwayne The Rock Johnson wäre die Zahnfee. Nein, das ist wirklich Der Fluch von Darkness Falls aus dem Film. Also ich habe ihn mir letztes Mal auf DVD direkt geholt, weil als er damals als DVD-Premiere rauskam, ich fand den geil, den Film, der war super. Und dann habe ich ihn meiner Freundin vor kurzem gezeigt und irgendwas erwähnte sie von wegen, dass sie nachts nicht schlafen kann, weil sie hat sich bei dem Film immer dermaßen verjagt, das
spricht, gut, sie ist leicht zu erschrecken, aber... Also der Film ist wirklich nicht schlecht, stimmt. Für okay. Die DVD-Premiere. Gut, dein Platz 19, nee, wie dem auch sei, also dein nicht sortierter Platz 19. Genau, genau. So, jetzt kommt mein Platz 18 und zwar ist das Tetsuo. Tetsuo? Ah! Ficken, den hatte ich auch im Kopf, ohne Scheiß. Von Akira. Richtig, ja, ja. Gut, ist jetzt natürlich kein Mensch oder sowas, nee, ne? Aber ist es ist. Und er ist auch nur halb ein Bösewicht, weil er erst böse wird. Aber, ist er wirklich ganz schön crazy drauf, ja. Das muss man schon sagen. Also, Tetsuo, meine Platze 18. Gut. Übrigens auch ein geiler Film, den ich vor kurzem mal wieder gesehen habe. Ja, muss ich mir auch mal wieder reinziehen. Der ist echt Blu-ray. So, okay, dann ist mein Platz, was wäre das jetzt? 17? Ja, du musst es ja nicht durchnummerieren. Und zwar Freddy Krueger. Och, guck mal an. Von Nightmare. Dein alte Pizzagesicht. Ja, genau. Von Nightmare on Elm Street. Aber ich meine damit nicht den guten Jonathan England, oder wie der gute Mann heißt, der ja auch eine verdammt fiese Fresse hat. Robert England. Ja. Ich meine damit nämlich den guten... Von der Neuverfilmung? Ja, von der Neuverfilmung. Ach was? Jackie Early Haley. Ja, Jackie Early Haley. Dieser kleine Wichser, den man kennt aus Watchmen. Ja, richtig. Der da diesen Frickelface gespielt hat. Also ich finde, die haben ihn auch wirklich gut besetzt für den Film. Ja, ja. Aber warum muss eine Neuverfilmung sein? Das ist mal wieder die andere Frage. Also, als ich diesen Film gesehen habe, ganz ehrlich, dachte ich jetzt, der Freddy sieht irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen klein, ein bisschen komisch. Je länger ich diesen Film gesehen habe, dachte ich, boah, fucking off. Das haben die geil gemacht. Das ist ein richtig, richtig guter Film, diese Neuverfilmung. Na gut, okay. Dann mal weiter mit meinem Platz 17. Und zwar wäre das John Kramer. Der Name sagt einem wahrscheinlich nichts, aber wenn man seinen Künstlernamen hinzuzieht... John Kramer und Kramer? Jigsaw. Dann weiß man's. Also, natürlich. Gespielt von Tobin Bell. Und natürlich auch Saw 1 bis 81. Ne? Ich finde die Rolle wirklich ziemlich gut er ist auch damit verknüpft inzwischen. Ja. Und kann das sein, dass das sogar nicht sogar seine erste Rolle von diesem Schauspieler war? Ich dachte, ich hätte mal sowas gelesen. Von Tom Bell? Er hat das ganz spät angefangen, habe ich gehört. Nee, der hat aber auch schon andere Rollen gemacht, aber immer so kleinere. Okay. Er hat, glaube ich, irgendwie mal so einen komischen Prügelknaben-Henchman gespielt von irgendeinem Messerregal. So. Okay, jetzt kommen ganz geile Sachen. Und zwar Terror. Terror ist ein Spitzentyp, ist aus dem Film The Wanderers. Wer ihn nicht kennt, ist glaube ich von 1979, 78. War der fette Bongo. Der fette Dicke. Der hat auch sonst ganz wenig Rollen gespielt. Ist auch schon tot, wie ich gerade eben erfahren habe. Leider auch schon seit 15, 20 Jahren oder so was. Zumindest The Wanderers, Kult-Jugendfilm, so viel für meine Generation Kids, war damals The Warriors oder The Wanderers in den 70er Jahren. Warum war das eigentlich nicht für dich so dein Kultfilm? Kommst du auch aus der Zeit? Ja, das war 50er Jahre, der das spielt. Das ist einfach nicht meine Zeit, Alter. Also, gespielt wurde er von Erlen van Lint, also ein Laudatio auf ihn, weil er tot ist. Ja, 20 Jahre schon tot. Und ich trinke auf die. Wir haben es nicht mal mitgekriegt. Wir haben es jetzt erst mitgekriegt. Was für ein Bösewicht. da muss man meine Nummer 16 suchen. Oh, und zwar kommt auf Nummer 16. Ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie nicht anders gepasst. Kommt schon eine Legende. Ich muss den Namen eigentlich nur nennen, dann weiß man, wer es ist. Hannibal Lecter. Scheiße, siehst du, der hätte eigentlich auch hier drauf gemusst. Ja, ist jetzt bei mir auf Platz 16, hätte eigentlich noch ein bisschen höher gekonnt. Ja, aber es kommen noch so viele tolle, die ich persönlich, das ist ja eine persönliche Liste, muss man ja sagen. Ja, ja, ne? Ja, insofern, gespielt von Anthony Hopkins natürlich in Das Schweigen der Lämmer und auch in diesem anderen Film, der da noch kam. Hannibal. Hannibal und der Rote Drache. Roter Drache. Die waren aber alle okay. Ja, also ich fand ihn Schweigen der Lämmer am besten. Wusstest du, dass Roter Drache ein Remake ist von einem Film, ja, der vor Schweigen der Lämmer gedreht wurde? Ja, weiß ich. Und der hieß irgendwie Manhunter oder sowas. Irgendwie was, von 1982. Ich habe mal Ausschnitte gesehen. Das Witzige ist, die haben wirklich Szenen genommen, die haargenau so waren wie später in Roter Drache. Im Grunde eigentlich Verarschung. So wie The Eyes oder The Grudge. So Szenen, die sie einfach eins zu eins übernehmen. Das Speiseeis. Oder wie sie jetzt übernehmen hier von dem Griechen, ihren, nee, Norweger da oben hier, die drei Teile der Schriftsteller. Ja, die Millennium-Trilogie. Amerikanischen verfilmen, weil Amis mögen nur Ami-Filme mit Ami-Schauspielern. Ja, also, darüber machen wir nochmal eine Special-Folge, so die schlechtesten Remakes aus Amerika. So, okay. Das war meine Nummer 6. Also ich könnte darauf wetten, wenn du dran gedacht hast, hast du den jetzt auch, dann wäre das mein Platz. 1, 2, 3, 4, 16. Irgendwie sowas. Dein Platz 16. Ich habe ja angefangen. Ganz Platz. Klar, hätte eigentlich sogar höher platziert werden müssen. Biff Tannen. Natürlich.
von natürlich. Zurück in die Zukunft. Aus all drei Teilen. Natürlich, er ist nicht mal ein guter Bösewicht. Aber er ist einfach da, er macht den Film, aber er macht kennt ihn aus. Wenn jemand den Namen Biff Tannen kennt, hört, dann weiß er sofort, woher das kommt und so. Er ist schon ein geiler Bösewicht. Ja, er kommt auf meiner Liste auch noch vor, wenn ich da mal eben kurz ein bisschen spoilern. Er hat auch irgendwie danach nie wieder irgendwas gerissen. Wirklich. Doch, er hat bei diesem Videospiel mitgespielt da. Wing Commander 3. Ja, das kann gut sein. Der war mit Filmchen durchsetzt und da war er auch. Naja, zumindest wird er. Da hat er diesen einen gespielt hier. Mad Dog? Nee. Ich meine, ich habe den Teil ja auch gespielt mit Luke Skywalker. Ihr schreibt es uns. Luke Skywalker war auch dabei. War ein cooler Teil. Ich fand ihn sogar selbst gut. Er wird übrigens gespielt von Thomas Wilson, falls es jemand interessiert. Ja. Okay. Gut, dann würde ich mal weiter fortfahren mit meiner Platz 15. Ne? Und zwar ist das, Rollenname immer zuerst, wisst ihr ja, Patrick Bateman. Gespielt von Christian Bale in American Psycho. Und obwohl er ist ja nicht wirklich ein Bösewicht, weil er ist ja eigentlich auch der Held dieses Romans und des Films, aber er ist ja im Grunde böse. Insofern ist das ja mal... Wie gesagt, ist über diesen Kram mit diesem Thema Anti-Held müssen wir auch nochmal sprechen, weil er ist zwar der Hauptprotagonist, aber das heißt ja nicht, dass er der Held oder gut ist oder sonst irgendwas. Er ist von durch und durch böse, der Typ. Eben, deswegen ist das mein Platz 15. Ja. Okay, ja, auch sehr gut, geiler Film, wirklich sehr geil. Allerdings. So, dann komme ich mit, ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber hab mich irgendwie doch beeindruckt beim Gucken, und zwar Colonel Miles Quaritch. Von Avatar. Hm. Also ganz ehrlich, der Typ sieht fies aus. Ich weiß nur noch, dass die Typen groß und blau waren, sonst weiß ich nichts mehr. Nein, Colonel Miles, der von den Menschen, der fiese mit der Narbe über die Fresse und der am Schluss in den Kampfroboter steigt. Alles ist vorbei und er muss nochmal runter und so. Das hat mich irgendwie so ein bisschen beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil der Film auch unheimlich geil ist. Dein Platz 15. Ja, gut, dann fange ich mal... Gespielt von Stephen Lang. Und dann sage ich mal den Rollennamen von meinem Platz 14, und zwar John Doe. Gespielt von Kevin Spacey. In dem wunderbaren Psycho-Horror-Thriller 7. Lecky Lucci, stimmt, du hast recht. War eine ganz, ganz tolle Rolle. Ja, das war auch die erste Rolle, wo Kevin Spacey, der war ja vorher schon ein bisschen bekannter, aber da ist er mir erst aufgefallen. Und er taucht ja eigentlich so, ich würde mal sagen, drei Viertel des Films oder vielleicht sogar fünf Sechstel des Films überhaupt nicht auf. Aber dann ist er wirklich, ist seine Präsenz wirklich grandios und nichtsdestotrotz, ne, er ist ja dadurch auch dann ganz schön... Kaiser Sose. Kaiser Sose, genau. Ne? Also da ist ja, aber das war nicht davor. Oder wie heißt der? Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Doch, das ist ein ganz alter Film hier mit Gabriel Byrne und allem. Da waren die alle noch ganz jung. Okay, da habe ich jetzt Unwissen wahrscheinlich. Da finde ich K-Pax unheimlich geil. Ne? K-Pax ist der Film geil. Gut. Also Kevin Spacey, ein super Schauspieler und auch ein super John Doe. So, sei wie es ist. Dein Platz 14. Du hattest angefangen, ne? Dann wäre das jetzt mein Platz 14. Und da habe ich... Scheiße, der müsste eigentlich höher platziert werden. Aber ist egal, ich gehe jetzt mal die Liste einfach nach. Und zwar Annie Wilkes. Oh, natürlich. Von Misery. Stephen King's Misery. Die beste Stephen King-Verfilmung, mal abgesehen von Shining. Also Shining fand ich noch einen Tick besser. Och, aber Misery ist grandios. Irgendwie so ein bisschen, gespielt von Kathy Bates, die in vielen Stephen King-Filmen mitmachte, aber auch Stephen King's S. Als ich den als Kind gesehen habe, habe ich mir in die Hose gepisst. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das hast du jetzt übrigens auch. Der ist ja egal. Okay. Dann sag ich mal, mein Platz Nummer 13 ist John Milton. Auch das wird einem wahrscheinlich erstmal nichts sagen. Doch. Oh, volle Kante. Aber tatsächlich? Der Name kommt mir bekannt vor. John Milton ist Anwalt. Das Spiel von Al Pacino. Ja, nein, John Milton. Ach doch, ja, natürlich, klar, von im Auftrag des Teufels. Richtig, im Auftrag des Teufels. Das ist auch geil. Ein grandioser Film. Und wenn man diese Endszene sieht, wo er dann rauskommt, Achtung, wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt Finger in die Ohren. Er ist ja der Teufel, ne? Und das bringt auch richtig geil rüber, wie er ihn versucht zu verführen. Gott, so, ist ein Voyeur. Nicht sexuell, sondern so. Er spielt den Teufel so grandios, dass mir das echt im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen ist er bei mir auf Platz 13. Obwohl man bei dem Film leider sagen muss, die erste Stunde ist wirklich Langeweile pur. Bis auf einmal
Was war das? Hat sie gerade ihr Gesicht verändert? Fängt der Film an echt geil. Hat auch so ein bisschen Anleihen an Rosemary's Baby. Falls du den kennst. Aber den habe ich witzigerweise nie gesehen. Ja, den solltest du mal gucken. Okay, jetzt kommt mein Platz, was war das, 13? Mhm. Und zwar Johnny Dapier von Bad Boys 2. Wer ist das denn? Das ist dieser spanische Bösewicht von Bad Boys 2, der alle immer grundlos umlegt. Ne? Soll ich deine Frau ficken oder mit deinem Sohn Fußball spielen? Der ist total grausam, der Typ. Das ist. Okay. Also wirklich, wenn man den mal gesehen hat, wie übel der Typ ist, das ist einer der skrupellosesten Bösewichte, meiner Meinung nach, die es jemals gegeben hat. Ja, okay, also ich muss dazu sagen, Bad Boys 2 habe ich einmal gesehen und fand ihn auch viel, viel, viel zu lang. Und als die Ratten gepoppt haben, habe ich gedacht, was ist jetzt? Ja, das war also Quatsch. Das war wirklich Quatsch. Und es war der Film war ganz merkwürdig. Für einen Actionfilm war der auch viel zu lang. Ja, ja, natürlich. Also nichtsdestotrotz, es gab ja auch keinen dritten. Ne? Also noch nicht. Auch da, wo er seinen Cousin umlegt, einfach so, pff, ey, was ist denn los? Er hat sich umgebracht, Mama. Oh, schick meiner Schwester einen Kranz. Das ist einfach, das ist witzig. Und okay, ist okay, okay. Also, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 12. Und zwar ist das einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und der Bösewicht daraus heißt Alonzo Harris. Alonzo Harris, gespielt von Denzel Washington Training Day. Hose. Der ist grandios, wirklich, der ist absolut grandios. Also der hat, glaube ich, sogar eine Oscar-Nominierung bekommen damals. Ja, ich weiß. Ja. Und hat er ihn gewonnen? Ich finde ihn überschätzt, ich finde ihn überschätzt. Training Day ist grandios und Denzel Washington ist als der Bösewicht, ist der so krass. Ja, drauf. Aber kein wirklich korrupter Bulle würde da hingehen und jo, und diese Sprüche und nacheinander, das ist alles so abgewiesen. Ja, aber Alonzo Harris schon, deswegen ist er auch bei mir auf Platz 12. So, okay. Dein okay. Platz 12. So, jetzt kommen wir so in die Top 10 werden interessant. ja, dann muss ich mal kurz gucken. Ja gut, dann nehmen wir ihn jetzt. Weil er muss kommen, weil er hat es verdient zu kommen. Und zwar natürlich der Joker von The Dark Knight, gespielt von Heath Ledger. Ich weiß noch genau, ich habe ihn mir nicht im Kino angeguckt. Weil dann alle sagten, ja, das ist die Rolle des Lebens und in Amerika auch alle, so eine besondere Rolle. Und amerikanische Schauspielerei halte ich ganz selten für wirklich gut, weil es natürlich auch immer von der Synchronstimme abhängt und so. Aber in diesem Fall muss ich wirklich sagen, die Synchronstimme hat die Rolle im Grunde sogar noch schlechter gemacht. Weil das war, als ich ihn dann hinterher gesehen habe, eine so grandiose Rolle. Ja, das war unglaublich. Also eine dermaßen gute amerikanische Schauspielerei habe ich selten gesehen. Und das hat schon was ich zu sagen. Ich muss mir, glaube ich, im Original auch mal angucken. Ja, weil also ja, ist, ja. Erstmal ohne Scheiß. Viele sagen ja auch immer, ja, das ist auch total überschätzt, weil Heath Ledger, das war seine letzte Rolle, danach ist er irgendwie gestorben. Habe ich auch gedacht, und dass deswegen sagen alle so bla bla bla. Der war so toll. Nee, er war wirklich toll. Ohne Scheiß. Also, ich habe, als ich gehört habe, The Dark Knight kommt, war ich juhu. Als ich gehört habe, Joker kommt, habe ich ja. Und als ich gehört habe, Heath Ledger spielt den Joker, habe ich. Das ist nicht euer Ernst, ja, oder? Ja, ja, genau. Die geleckte Flitzpiepe, das ist doch nicht. Wer hat denn das entschieden? Und dann dieser grandiose Auftritt. Also, ist wirklich. Das ist wirklich legendär. Ja. Gut, dann gehe ich mal zu meinem Platz. Komm auf war die ich jetzt 11, ne? 11, ja, wir kommen auf die Top 10 langsam zu. Ja, langsam zu. Und zwar ist das, da kannst du auch mal wieder raten: Paul. Paul? Paul. Da heißt einfach nur Paul. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass Paul gespielt wird von Arno Frisch, wüsstest du wahrscheinlich auch nicht, was ich meine, oder? Und wenn ich sage, Arno Frisch ist ein Österreicher und hat auch einen österreichischen Akzent. Funny Games. Aus Funny Games. Und zwar, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Und zwar das Original von 97, weil, wie heißt er noch hier? Ich glaube, ich habe mir das auch noch aufgeschrieben, wie der Regisseur hieß. Und zwar Michael Hanke, genau. Michael Hanke hat das ja in Amerika nochmal drehen dürfen, sollen, was auch immer. Und das war nicht mehr so ganz so toll. Ich habe mir ein paar Szenen angeguckt, waren wirklich nicht mehr so geil. Das war eine total geile Rolle. Das Original ist ein dermaßen kranker, durchgedrehter. Ganz genau, besonders dieser Paul, weil ich finde ihn so gruselig, weil er diesen charmanten Akzent hat. So, dann merkt man das erst gar nicht so, wie böse er eigentlich ist. So. Ich wette mit euch, dass ihr morgen früh um 9 alle tot seid. Das ist einfach so. Das stimmt. Das ist ein geiler Platz. Das. Okay, mein Platz 11. Ja. Na gut, schreiten wir voran. Mhm. Jetzt wird's spannend. Pass auf. Mal sehen, ob du den noch kennst aus deiner Jugend. Nee, das ist ja dein Platz 11. Ach ja. Na gut, passt trotzdem. ja, den muss man jetzt auch nicht in die Top 10 reinnehmen, aber ich fand ihn einfach so prägend aus der Kindheit. Und zwar Walter, oder sagen wir Dr. Walter Jennings.
Das ist aber nicht von Howard the Duck. Howard the Duck, oh, ja. Oh nein. Gespielt von Jeffrey Jones. Der war aber nur ganz kurz böse. Ja. Ne? Als eben die... Wie heißt der böse? Wie heißt dieses Vieh? Das habe ich nirgendwo Exos of Sominus oder so. So hieß irgendwie der Planet. Genau, und da kamen genau. Die bösen Herrscher. Ja, die ja, genau, glaube ich nur. Genau, ja. Die waren gruselig. Als Kind habe ich das gesehen und der war... Alter. Aber vor allem... Ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, worüber wir reden. Howard the Duck war ein Film, der hat die goldene Himbeere gekriegt. Irgendwie in jeder Kategorie, die es damals gab. Also den Anti-Oscar sozusagen. Als schlechtester Film des Jahrhunderts sogar. Nee, nein, er war nominiert für den schlechtesten Film des Jahrzehnts, okay. Hatte aber knapp nicht bekommen. Was mich aber auch wundert, weil sogar George Lucas das Drehbuch, glaube ich, geschrieben hat. Und der Film ist geil, der ist heutzutage noch geil. Ich habe die Episode 1 gesehen. Naja, also ich sag mal so, der Film ist wirklich total toll. Warum man den so super. Schlecht finden kann, weiß ich jetzt nicht. Verstehe ich auch nicht. Nee. Okay, dein Platz 11. So, dann kommt jetzt ein etwas unbekannterer Charakter, glaube ich. Aber viele werden ihn kennen, und zwar Beerus. Beerus? Beerus. Das ist sein Nachname, denke ich mal. War das der aus Gladiator? Nein. Der wird gespielt von Justus von Donani. Ist ein deutscher Film. Das Experiment. Und zwar der Anführer der Wärter quasi. Und der hat den so eklig und so fies gespielt, dass ich den echt ganz schön gehasst habe. Das ist dein Platz 10? Das ist mein Platz 10. Hast du eigentlich das Experiment schon mal gesehen? Ja, hab ich. Und der wurde völlig aus dem Zusammenhang vom Original gerissen. Der da wurde auch keiner umgelegt. Ja, natürlich. Hof oder so. Das schon nicht, aber man musste das natürlich nicht dramatisieren. Ja, nein, das ist amerikanisch nachgefiebert. Oh, das sind viel zu wenig Tote, nämlich null. Machen wir doch mal eins draus. Das ist doch Quatsch. Das ist, ach, mir doch auf. Beerus von das Experiment. Mein Platz 10. Okay.